Hut ab, kann ich wirklich sagen, bei den Gipsy Lederjacken. Denn die Qualität und der Preis sind der Hammer. Aber dazu später, denn vorher würde ich euch gerne noch ein paar Lederjacken-Outfit-Tipps geben, weil mit so einer Jacke kann man richtig viel anstellen. Vorab vielleicht noch zu erwähnen wäre, bei den Lederjacken nicht unbedingt glatte Hosen oder Lederhosen anziehen, weil dann in Kombination mit einer Lederjacke ihr ganz schnell in eine Schublade Richtung Hardrock oder Rocker gesteckt wird. Außer ihr wollt das. Das vielleicht nur kurz zur Vorinfo. Ich finde, mit so einer Gipsy Lederjacke kann man wunderbar einen Cowboy-Look oder auch einen Cowgirl-Look herstellen. Wie das geht? Grundsätzlich ist es ganz easy. Natürlich eine schicke Lederjacke, egal ob ihr jetzt eine braune oder eine schwarze habt, das funktioniert bei beiden. Dazu eine sehr schöne Bootcut-Jeans, in egal eigentlich was für eine Ausführung, ob mit Vintage-Logo oder Used-Logo oder das ist eigentlich da fast egal. Ein paar schöne Stiefel, die können auch gerne aus Leder sein. Wenn ihr Leder wählt, versucht die gleiche Lederfarbe wie die Jacke zu nehmen, dass das sich auch ein bisschen widerspiegelt und einen einheitlichen Look bekommt sozusagen. Dazu noch ein schönes kariertes Hemd, zum Beispiel so eins, was ich jetzt gerade anhabe, oder natürlich eine Bluse. Und als i-Tüpfchen noch ein schönes Tuch, entweder auch kariert, aber da aufpassen, dass sich das nicht mit diesem karierten Hemd, was ihr anhabt, sticht. Da vielleicht so einfach mal in den Artikel schauen, da findet ihr noch ein paar verschiedene Tücher, was ihr dazu tragen könnt. Und rucki zucki habt ihr quasi wirklich euren Cowgirl oder Cowboy Look. Das zweite Outfit geht Richtung Streetwear, weil nicht jeder will vielleicht aussehen wie ein Cowgirl oder Cowboy, obwohl ich finde, es hat schon wirklich was. Aber zurück zur Streetwear. Eine Lederjacke kann man wirklich sehr gut kombinieren, entweder mit einem sehr langen Shirt oder Shirtkleid oder auch allgemein ein schönes Kleid, darüber einfach die Lederjacke. Dazu ein paar schöne Sneakers, auch keine flachen, sondern auch ein paar ruhig hohe, die aber locker tragen oben, wenn ihr hohe Sneakers habt, die die Schnürung halt sehr offen lassen sozusagen. Zu dem Kleid würde ich euch noch empfehlen, einen sehr ausgefallenen Gürtel zu wählen und als i-Tüpfelchen einen Three-Barrel-Hut, um das Ganze noch abzurunden. Und fertig habt ihr wirklich ein sehr, sehr schönes Streetwear-Fashion-Outfit und könnt euch draußen auf der Straße sehen lassen. Grundsätzlich empfehle ich euch an der Stelle schwarze und braune Lederjacken von Gipsy, weil damit könnt ihr wirklich nichts verkehrt machen. Natürlich, die haben noch andere Farben von grün bis pink Lederjacken, keine Frage, aber hier wollte ich mich jetzt erstmal auf die schwarzen und die braunen quasi konzentrieren. Für die anderen Farben mache ich später dann nochmal ein Video oder einen Artikel, weil das ist dann schon mal nochmal eine ganz andere Geschichte. Wo und wie ihr diese Jacken sehr günstig bekommen könnt, erfahrt ihr unterhalb vom Artikel oder klickt hier diese schönen Jacken an. Und ich freue mich auf eure Kommentare zu den Outfit-Tipps, die ich euch jetzt hier gegeben habe oder was eure Tipps sind oder was ihr schon selber an euch kreiert habt mit Lederjacken. Bitte nur auf Lederjacken konzentrieren, damit wir nicht durcheinander kommen, weil wie gesagt, lieber für die anderen Farben oder anderen Outfit-Tipps mache ich lieber neue Videos, neue Artikel, wo wir uns direkt auf diese Geschichten konzentrieren können. In diesem Sinne, schaut euch wie gesagt nochmal den Artikel an, da findet ihr wirklich nochmal richtig gute Tipps und diesen richtigen Insider-Tipp, wie ihr über 50-60% sparen könnt, wenn ihr die richtigen Tricks kennt. Einfach da mal im Artikel schauen, da ist ein Link drin oder ein Banner circa. Schaut euch mal an, ihr werdet begeistert sein.